Sportfreunde, wieder ein neues lustiges YouTube-Video auf Markus Rühl. Wir haben uns überlegt, wir zeigen euch mal Aufnahmen von der letzten FIBO 2019, wo wir das erste Mal mit Rühls Bestes, also ich als Athlet und als Chef, am Stand sind. Das war eine Meisteraufgabe für unser damals noch sehr, sehr junges und kleines Unternehmen. Mittlerweile haben wir da viele zugelernt und sind extrem gewachsen. Vielen Dank an alle Kunden und Fans dafür. Es sind lustige Aufnahmen, wo wir damals mein Kompagnon aufgenommen haben, wo Backstage gelaufen sind, über die 4 Tage, was alles passiert ist, über das, was auch passiert ist, was wir nicht so geplant hatten im Team, über den Aufbau etc. Ich habe den LKW selber gefahren, da könnt ihr schöne Aufnahmen sehen. Das war also noch sehr amateurhaft alles, aber auch gleichzeitig sehr abenteuerlich und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da die FIBO dieses Jahr aufgrund von Corona gar nicht stattgefunden hat, deswegen haben wir gedacht, wir machen euch mal eine richtige FIBO wieder mit vielen lustigen Outtakes, auch vielen Aufnahmen, die ihr normalerweise nicht zu bekommen, sich bekommen habt und natürlich auch, was wir alles am Stand erlebt und auch mit Fans erleben durften. Ne? Also viel Spaß beim Anschauen. Markus Rühl. So, Sportfreunde, LKW ist geladen. Wir haben heute Morgen wirklich noch schwer geschuftet, um Rühls Bestes und Rühls Gym alles am Start für euch zu haben. Jetzt geht's los Richtung Köln. Einbahnstraße oder was? Nein, nö, normal nicht. So, clever gestellt, Kamerad, schnür schon wieder hin. Das sieht schon, da rast du schon wieder aus, weil es ist kein Parkplatz, du kommst nirgends hin. Ein schöner Parkplatz jetzt. Stehen bleiben können, was mir scheiße macht. Ja? Was? Wie lange bist du schon dabei? Ja, 20 Jahre. Ja? Gibt es schnell ein Foto, wir müssen dann gehen. Ich muss an meinem Stand. Also, wir haben angefangen ganz klein. Das heißt, wir haben uns beim Auto und beim Sixt Rent ein Auto gemietet, weil wir auch A nicht wussten, wie kommen wir überhaupt mit der Mobilität klar, wie viel Autos brauchen wir denn. Wir sind wirklich nur mit diesem einen Fahrzeug zur FIBO gefahren, haben aber vorher schon ein bisschen was hingeschickt. Das heißt, der Messebau etc., der war schon fertig. So, jetzt kommen wir in der Halle. Jetzt suchen wir uns einen Stand. Gute. Boah, ist der hässlich. Hey, Timo! Da vorne. Aber das macht nichts! Ab! So, jetzt seht ihr das erstmal unseren Stand, den ich sehr, sehr schick fand. Es war jetzt kein Riesenstand, aber es war ein schöner, sauberer, sehr kundenfreundlicher Stand. Martino, willst du es jetzt so auffüllen lassen oder willst du nur vorne 3 Gang so füllen? Wir hatten Gott sei Dank noch sehr, sehr viele hilfreiche Hände. Die seht ihr auch noch gleich, die Jungs aus Köln. Grüße an den Markus Feuerherd und seinem Team, der uns da wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, weil allein hätte man das nicht geschafft. Das wäre unmöglich gewesen. Ne? Morgen geht's los? Ja, geschafft. Jetzt alles eingepackt, aufgepackt. Drapiert wird neu alles wegen Sicherungsgefahr. Sonst gibt es hier immer Langfinger. Und dann kann's losgehen. Bin zufrieden. Dank der Helfer hier. Du kannst auch in die Kamera bringen. Wink mal, Markus. Die haben uns wirklich tatkräftig geholt. Es ist viel Arbeit, auch wenn es wenig aussieht. Okay. Ja, wie gesagt, siehst du das erste Mal den Stand live. Siehst du auch mal die ganzen Plakate und Poster, die wir vorher nur auf PC hatten, wie das alles aussieht, dass das alles gepasst hat. Da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, weil wir, wie gesagt, das erste Mal auf der FIBO waren und da ist das echt eine Königsaufgabe. Ab sofort kennt ihr ja von Rühls Bestes nicht nur Schoko, Vanille, Banane, sondern außer Cola haben wir natürlich jetzt auch noch Waldmeistergeschmack. Ab sofort dann bei Rühl24, weil Rühls Bestes auch bald im Online-Shop erhältlich. Könnt ihr Gas geben nach FIBO. So, aber jetzt Schluss, jetzt geht's los. So,
So, das ist jetzt auch schon der erste Tag, das ist der Donnerstag. Am Stand eine ganz kurze Nacht und dementsprechend dann trotzdem versucht, gut gelaunt von morgens bis abends dazustehen, für euch da zu sein, für die Fans, für die ganzen Kunden von Rühls Bestes. War schon toll, da seht ihr schon die Schlange, die da gestanden hat bei mir. Also ich war ja all die Jahre vorher bei Allstars, Grüße an dieser Stelle. Und habe gedacht, oje, ob die Leute auch zu mir kommen. Und ihr könnt mal eins glauben, die Leute, seht ihr schon, die Leute haben so lange in der Schlange gestanden, bis du dann bei unserem Stand warst. Da musste man jetzt schon absperren, weil die FIBO das Stand dicht machen wollte. Und da hat Security, und wie gesagt, Grüße an Markus, Security hat das alles in die Wege geleitet, damit der Stand oder die Fans rumgeleitet werden, einmal um den Stand. Und wie gesagt, das ist der absolute Wahnsinn. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Fans, die wirklich so treu sind und wirklich so lang stehen. Das hieß schon die Security von FIBO. Wir haben damals unser Eiweiß das erste Mal unserem Publikum und Kunden vorstellen dürfen. Das war ja alles noch ganz brandneu, Cola, Waldmeister etc., was wir alles am Stand hatten. Und da waren wir ganz stolz, dass wir den Leuten das nahe bringen durften und dass wir es halt auch mal probieren konnten. Mittlerweile sind wir ja auf dem Supplement-Markt richtig gut etabliert und haben unser Sortiment natürlich viel, viel mehr ausgebaut, wie es damals noch der Fall war. Ich habe damals für die FIBO keine FIBO-Diät gemacht, aber ich habe, muss ich ehrlich zugeben, ich habe fast 3 Monate lang richtig Gas gegeben, nochmal im Training, damit ich ein bisschen stabil aussehe, weil die Zeit vorher, vor der FIBO, war wirklich Rühls Bestes Aufbau etc. etc. War wenig Zeit zum Training, da hatte ich auch ein bisschen abgenommen gehabt und zur FIBO hin habe ich nochmal richtig Gas gegeben. Da hatte ich dann mir noch mal 133 Kilo, glaube ich, aufgebaut. Ja, mittlerweile habe ich wieder 136 und habe wieder ein bisschen mehr Zeit, um mich um mein Training zu kümmern, was auch ganz wichtig ist, weil es ist A, mein Job und B, es ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Und ich leide auch drunter, wenn ich nicht so viel trainieren kann. Könnt ihr euch mal vorstellen, wenn ihr 8 Stunden in der Öffentlichkeit seid oder wie das dann für so ein Athlet ist, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist alles nicht so einfach. Ne? Du musst schauen, wie die ganzen Sachen so laufen am Verkaufsstand oder vielmehr am Stand, an Promotionständen, wie das alles so abläuft, dass Nachschub da ist, dass du als Athlet natürlich auch funktionierst. Das heißt, es ist ja was anderes, wenn du dich nur hinstellst oder ob du dich auch um die ganzen Dinge drumherum kümmern musst. Das ist alles nicht so einfach und das war echt sehr, sehr anstrengend für mich auch und für das ganze Team, das alles zu meistern. Bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, dass wir das alles so hingekriegt haben, weil es hat niemand gemerkt, dass es auch teilweise ein bisschen chaotisch war, aber war super. Also bin da super, super stolz drauf auf mein Team und auf die ganze Firma Rühls Bestes, weil der Verkauf muss ja auch weiterlaufen und zwar der zu Hause. Und das ist der Markus hier, Grüße, mein Freund, der das alles security-mäßig gematcht hat, ne? Also echt super. Ihr müsst euch ja vorstellen, die FIBO läuft ja auch zu Hause weiter. Das heißt, der Online-Shop ist online oder ist ja am Start und da läuft ja 24-7. Also das heißt, auch über die FIBO explodieren natürlich die Bestellungen ins Unmenschliche und auch das muss ja weiterlaufen. Du kannst ja dein ganzes Team abziehen. Könnt ihr euch auch gerne mal in die Kommentare einschreiben, falls ihr selber da wart, ob es euch gefallen hat damals. Vielleicht sieht sich der eine oder andere auf dem Video. Würde mich freuen, wenn er mal auch da das eine oder andere kommentiert da dazu, ne? Ich hoffe, ich war immer freundlich zu jedem. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Es ist auch teilweise schwer, wenn du mal aufs Klo musst, ne, und kannst nicht weg und pingelst dir fast in die Hosen und sagst, oh, können wir nochmal Doppelbizep machen? Da denkst du, ey, ich piss mir echt gleich in die Hose rein. Jetzt muss ich hier noch posen. Das ist echt schwierig ab und zu. Aber ich gebe echt Gas. Ich bin ja Profi, damit ich das einigermaßen durchhalte. Aber es ist halt auch schon Terror, ne? So, hier sieht man es nochmal. Unser Rühls Bestes Protein, in diesem Fall Waldmeister. Ja, es war immer unser Ziel bei Rühls Bestes, dass unser Produkt auch Freude macht, dass es Spaß macht, dass es wirkt. Und deswegen sind wir halt auch sehr darum bemüht, dass wir von der Produktion über Auswahl der Rohstoffe, über Auswahl der Geschmacksrichtungen, Zutaten etc. wirklich von vorne bis hinten die Hand drauf haben. Das macht uns auch Freude und ich denke mal, das kommt sehr, sehr gut bei euch an. Und die Fans und Kunden loben das auch über den Tee, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist vielleicht auch der kleine Unterschied zu anderen Firmen, dass es uns extrem viel Freude macht und dass wir halt auch wirklich innovativ von der Auswahl der Qualitätsprodukte über Geschmack, über vielen, vielen Dingen, wie man das verkauft und an den Mann bringt. Ja, das unterscheidet uns vielleicht von anderen Marken. Und natürlich mein wunderschönes Gesicht und mein Name Markus Rühl, das immer hinter jedem Produkt und hinter jedem Gramm Eiweiß steht, das ihr bei uns dann kaufen könnt.
So, jetzt zeigen wir euch, wir wollen jetzt euch nur 4 Tage lang zeigen, wie die Leute bei mir stehen und Bizeppose machen, sondern was sehr interessant auch für mich war, ich habe meinen alten Freund Jay Cutler und Sean Roden mal wieder sehen dürfen. Zum Jay habe ich ja ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir waren über 10 Jahre lang eigentlich fast bei jedem, ja, wir waren bei jedem Mr. Olympia zusammen. Wir waren bei vielen kleineren nationalen Wettkämpfen. Night of Champions habe ich mich gebettelt über viele, viele Jahre mit ihm. Wir verstehen uns erstens sportlich und zweitens verstehen wir uns menschlich sehr, sehr gut. Es ist ein ganz, ganz lieber Mensch, der natürlich auch immer einen gewissen Abstand zu den Menschen hegt, weil er einfach diesen extremen, ja, größeren, viel, viel größeren Hype und Legendenmodus drin hat, wie ich noch in den USA sowieso. Ja, und was haben wir uns unterhalten? Ne? Backstage, jetzt haben wir gerade das Interview mit Matthias Busse. Wir haben uns unterhalten über Familie, über Frau, Kind, Leben, Gesundheit, natürlich auch geschäftlich, wie es läuft bei mir, bei ihm. Er hat es ja auch mitbekommen, dass ich meine eigene Supplement-Marke hatte. Hat mir viel Glück gewünscht. You're the biggest bicep. But you have the biggest legs. And what is Sean, what is your biggest thing? Ja, da siehst du mal, was der Herr Cutler noch für einen dicken Arm hat, ne? Weil es immer so heißt, oh, die sind alle so dünn geworden. Ich meine, klar, mein Arm ist noch genauso dick wie im Jay seiner, ne? Aber das sind alles noch, also ich finde, wir sehen für, ja, mittlerweile fast 6, 7 Jahre nicht mehr im Business oder fast ein Jahrzehnt jetzt schon, ja, muss man sagen. Ich habe 2010 meinen letzten Wettkampf, ich weiß gar nicht, der Jay seinen letzten Wettkampf hatte. Auch so um die Zeit, 10, 11, 12, ich weiß gar nicht, ne? Also so schlecht sehen wir jetzt nicht aus für annähernd ein Jahrzehnt ohne Profi-Bodybuilding. Also da sind wir schon noch ganz gut stabil dabei. Ne? Und der Sean war ja zu der Zeit, wie gesagt, amtierender Mr. Olympia. Also so weit weg sind wir da jetzt von der Muskelmasse nicht. Ja. Wobei, um Gottes Willen, ich will mich nicht anmaßen, auszusehen wie ein Sean Roden. Das bei weitem nicht mehr, weitem nicht. Da sind Lichtjahre entfernt. Aber ich finde, für das Alter können wir uns noch einigermaßen sehen lassen. So, das war unser kleiner FIBO-Rückblick 2019, weil es gab ja in 2020 keine FIBO. Wir hoffen alle, dass 2021, dass es wieder weitergeht, dass diese Corona-Sache dann wirklich wieder abgeschwächt ist und dass wir alle wieder die FIBO so erleben dürfen, wie wir das gewohnt sind, ohne Kontaktbeschränkung, ohne Maulkorb etc. etc., sondern ganz normal unbeschwert eine FIBO erleben dürfen, wie wir sie leben und wie wir sie alle lieben. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr Rühls Beste so die Treue schwört, dass ihr die Treue haltet, dass ihr mir die Treue haltet und auf viele, viele gute Jahre, dass wir alle gesund bleiben und dann sehen wir uns 2021 eventuell auf der FIBO, spätestens 2022 sind wir am Start und dann seht ihr mich, Rühls Bestes, und alles, was dazugehört, wieder live auf der FIBO. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bleibt stabil vor allem. Bis dann, ciao. Markus Rühl. Wenn euch die Videos, wenn euch der Kanal Markus Rühl gefällt, lasst einen Daumen hoch da oder vielleicht abonniert da meinen Kanal, das würde mich besonders freuen. Und kommentiert die Beiträge, kommentiert die Videos, ob positiv oder negativ. Jedes Kommentar ist gut, nur daraus verbessern wir uns. Und ich lese es auch ab und zu mal durch. Wobei die bösen Kommentare überlese ich einfach. Ne? Das machen wir so. Also, Dankeschön und abonniert Markus Rühl. Danke, ciao.